Ja, hallo liebe Leute, ich habe mich hier willkommen zu einem weiteren Solo-Shuffle-Guide und zwar diesmal für den Dämonenjäger, wie am leichtesten damit von 0 auf 1800 kommt, um euch das Elite-Set der jeweiligen Season freizuspielen. Hier schauen wir uns wieder alles an, sei es Ausrüstung, die Embellishments, Tierset, ja, nein, was für Talente, Rotation, Defensiv-Gameplay und dann dazu auch noch ein paar Gameplay-Clips von mir aus den Solo-Shuffle-Games, die ich selber gemacht habe auf dem Weg zu 1800. Den Anfang machen wir wie immer mit dem Gearing. Solltet ihr generell Probleme haben mit dem PvP-Gearing an sich und nicht vielleicht verstehen, wie das Ganze funktioniert, obwohl es mittlerweile extremst einfach ist, dann habe ich für euch in der Videobeschreibung unten nochmal ein Video verlinkt. Das ist meine Gear-Guide, das ist für PvE als auch PvP, da ist alles drinnen beschrieben, was euch sonst weiter interessiert. Jetzt aber zur Ausrüstung, die wir uns hier im Video erstmal ansehen. Mein Demon Hunter ist hier auf Item 446 im PvP, denn PvP-Gegenstände hat man immer den grünen Text unten, die skalieren im PvP immer nach oben, sodass man natürlich kein Item-Level-Nachteil hat, wenn man jetzt zum Beispiel gegen einen Raider spielt oder was auch immer. Punkt Nummer 1, was für Stats wollen wir anstreben als Demon Hunter? Die Stats, die wir haben wollen, sind eigentlich nur Vielseitigkeit und Meisterschaft und davon so viel wie nur irgendwie möglich, denn Vielseitigkeit ist wie, wer damals mal gespielt hat, PvP-Abhärtung, PvP-Macht und so weiter, die ganzen alten Stats, ist halt einfach der PvP-Stat schlechthin. Wir kriegen weniger Schaden, teilen aber auch mehr Schaden aus, beziehungsweise verursachen mehr Heilung. Deswegen wollen wir natürlich so viel Vielseitigkeit wie nur irgendwie möglich und auf PvP teilen ist das prinzipiell eigentlich auch immer drauf. Dann Meisterschaft ist unser zweitbester Start und zwar erhöht er einfach prinzipiell unseren Chaos-Schaden und Chaos-Schaden ist mehr oder weniger alles, was wir machen. Kriegen noch Bewegungsgeschwindigkeit dazu, das ist jetzt nicht so wirklich relevant, hilft uns ein bisschen beim Kiten, aber im Allgemeinen wollen wir einfach nur Meisterschaft, damit wir noch mehr Damage machen, denn unsere Aufgabe als Demon Hunter ist es eigentlich nur rein Damage zu machen. Wir sind einfach sehr destruktiv und versuchen mit unseren AOE-Stunts, mit unserem Crowd-Control Leute rauszunehmen und zeitgleich halt so viel Damage wie nur möglich zu pumpen und gerade im AOE-Schaden gegen zwei Melees sind wir dabei extrem von Vorteil. Dann schauen wir uns hier unser Gear an und zwar als erstes Set-Boni ja oder nein. Set-Boni ja. Und zwar, ihr wollt den 4er-Set-Bonus unbedingt haben. Und zwar gibt es bei Demon Hunter eigentlich zwei Skillungen, die man aktiv spielt. Bei der zweiten davon, wo man wirklich auf I-Beam aus ist, will man unbedingt den 4er-Set-Boni. Bei der anderen könnte man drauf verzichten und eventuell nur den 2er-Set-Boni mitnehmen. Aber im Allgemeinen gilt, den 4er-Set-Boni, den sollten wir uns eigentlich organisieren. Der Set-Boni an sich sieht man aber schon, der hat ja andere Stats. Wir haben ja gerade gesagt, wir wollen eigentlich Mastery und Vielseitigkeit. Bei den Set-Teilen ist es aber nach wie vor so, dass die immer fixe Stats haben. Das heißt, wenn ihr im Abenteuerführer schaut, dann auf Sets und auf eure Spezialisierung, dann seht ihr ganz oben die aktuellen Set-Teile und da seht ihr auch schon, die haben fixe Stats. Das heißt, ihr könnt ja im Katalysator, seht ihr in der Gear Guide und so weiter, könnt ihr ja Set-Teile umwandeln, egal vom Open World PvP oder für Eroberungspunkte und egal was für Stats die vorher hatten, wenn ihr die umwandelt, dann sind die Set-Teile mit den fixen Stats am Start. Das heißt zum Beispiel hier Crit Versa, Tempo Mastery und so weiter und so fort. Die Set-Teile, die wir unbedingt haben wollen, die sind einmal der Kopf, die Schultern, Brust und einmal die Hose. Dabei holen wir nämlich die meisten Stats raus, die wir rausholen können und die uns am meisten Benefit bringen. Wir kriegen dadurch auch noch ein bisschen Tempowertung, ist jetzt nicht allzu nötig mittlerweile, vor allem mit der I-Beam-Spec, weil man da ja sowieso nochmal 10% Base-Tempowertung dazu kriegt und ansonsten haben wir eigentlich mittlerweile genug Generator, auch wenn es immer so ein Ding ist, wo man irgendwie manchmal vor Jähzorn explodiert quasi, dass du so viele Sachen wirken kannst, dass gar nicht weiß, wohin damit und dann hast du wieder so Phasen, wo mehr oder weniger gerade gar nichts zur Verfügung steht. Im Allgemeinen bessert das aber Tempowertung momentan auch nicht wirklich aus. Da hoffen wir dann, wie gesagt, auf den Revamp in 10.2 für den Dämonenjäger. Dann als nächstes unsere gecrafteten Items. Ihr könnt hier zwei verzierte Items tragen. Das sind die hergestellten Items über Berufe und verziert bedeutet nichts anderes, als dass ihr zwei Gegenstände tragen könnt, die noch einen Bonuseffekt mit sich bringen. Also die haben nicht nur die normalen Stats drauf, sondern wie wir hier sehen, die bringen uns auch noch einen Bonuseffekt. In dem Fall haben wir den Bonuseffekt, dass wir manchmal mit unserem Damage einfach das Ziel nochmal vergiften und nochmal zusätzlich Schaden verursachen. Das heißt, Item Nummer 1, das wir haben wollen, sind einmal die schleimigen Auswurfstiefel. Jetzt ist es allerdings bei Demon Hunter ein Problem, denn man kriegt ja am Anfang eigentlich einen Teil für einmal Stiefel und dann halt für zum Beispiel Brust, Kopf, Hose und so weiter. Da das aber unsere Tiersets sind, wollen wir das eigentlich nicht unbedingt haben. Das heißt, im Idealfall müsstet ihr euch nochmal Eroberungspunkte farmen, damit ihr euch dann hier nochmal so einen Token extra kaufen könnt, denn bei den PvP-Händlern, da haben wir ja nochmal diese extra Tokens.
Da ist zum Beispiel das hier, kleine Trophäe der Eroberung. Und damit können wir Hals, Rücken, Handgelenke oder Fingerblatt herstellen. Und in dem Fall wollen wir halt den Rücken, denn der wallende Spornmantel hat nicht nur unsere besten Stats drauf, sondern wir sind als Dämonenjäger generell ziemlich squishy. Das heißt, wenn wir einmal irgendwie blöd erwischt werden, dann sind wir meistens eigentlich ziemlich schnell down. Und das hilft uns immer ziemlich stark dabei, damit wir halt mit unserem Charakter überleben können. Deswegen empfiehlt es sich wirklich stark, gleich mal drauf zu sparen mit den Eroberungspunkten und eventuell so schnell es geht, eine kleine Trophäe der Eroberung zu gönnen, damit man sich hier den wallenden Spornmantel einmal für PvP herstellen kann, weil der absorbiert dann doch nochmal ein bisschen mehr. Dann bei den Ringen könnt ihr euch ebenfalls einen herstellen, der ist aber dann nicht verziert, denn wie gesagt, wir wollen ja so viel Meisterschaft und Vielseitigkeit wie nur möglich. Und wenn ihr dann das nächste Mal wieder genug Eroberungspunkte habt für eine kleine Trophäe, könnt ihr euch noch eine kaufen, denn der Ring, der ist ja nicht verziert, der hat keinen Bonuseffekt. Das Vorteilhafte bei dem Ring ist aber, er bringt generell einen Sockelslot mit. Das heißt, ihr habt gleich noch mehr Stats und ihr könnt die Stats auf den Items customisieren. Das heißt, in dem Fall haben wir hier Vielseitigkeit Meisterschaft drauf und dann haben wir halt zwei Ringe an mit Vielseitigkeit Meisterschaft. Denn wenn wir bei PvP schauen, da gibt es ja sonst nur hier einmal mit Meisterschaft, einmal mit Crit und einmal mit Tempowertung. Und damit wir halt komplett min-maxen können, unseren Charakter, wollen wir in dem Sinne halt zweimal einen Mastery-Ring. Ansonsten bei den Waffen natürlich auch logischerweise die Gläfen mit Meisterschaft. Alternativ die Open-World-PvP-Waffe, die man aufwerten kann auf 447, das Schwert. Da seht ihr auch nämlich noch Mastery mit drauf, falls man vorher erstmal nicht auf die Waffen sparen will, sondern zum Beispiel jedes Mal die Open-World-PvP-Quest macht, damit man halt die Trophies bekommt. Und dann holt man sich für die blödigen Münzen hier eine Waffe, wertet die auf. Und dann hat man halt hier das 447er Schwert. Aber wie gesagt, wenn ihr Probleme beim Gearing habt oder wissen wollt, wie das funktioniert, in meinem Gearing-Guide unten verlinkt, ist wirklich alles drinnen detailliert beschrieben. Dann brauche ich dann nicht hier in jeder Solo-Staffel-Guide nochmal extra drauf eingehen. Und als letzter Part, was das Gearing angeht, natürlich noch die Verzauberungen. Auch hier wieder, unsere Sockel sehen überall Meisterschaft plus Vielseitigkeit. Vielseitigkeit als Stat nimmt schneller ab als Mastery. Das heißt, wir wollen natürlich die Mastery-Sockel, wo mehr Meisterschaft drauf ist und weniger Vielseitigkeit. Ihr könnt auch einen Main-Stat-Sockel plus Versa reinmachen. Den kann man sich einmal herstellen lassen von Juwelierskunst. Das wird nochmal ein bisschen mehr rausholen, wenn man wirklich alles min-maxen will. Dann gehen wir gar nicht für den Movement Speed wie viele andere Klassen, sondern wir gehen eigentlich für Leech. Deswegen gehen wir hier für regenerativer Lebensraub. Das gleiche hier einmal bei den Armschienen auch mit Lebensraubverzauberung und Brust gehen wir hier für erweckte Werte. Der Lebensraub, der ist jetzt nicht viel, aber man sieht schon hier in dem Fall 14%. Auf den wir kommen, beziehungsweise im PvP ist natürlich ein bisschen genervt, das heißt hier 10,7%. Allerdings in Meta kriegen wir nochmal ein bisschen mehr Leech dazu, das heißt wir können uns halbwegs noch ein bisschen gegenhealen, solange wir Schaden machen, was halt nicht allzu schlecht ist. Dann haben wir hier auf dem Gürtel, könnt ihr da einmal überschattete Gürtelschnalle drauf machen. Das muss man nicht, das bringt jetzt nur ein bisschen Ausdauer und ist relativ teuer. Also wenn ihr jetzt nicht unbedingt das Gold dafür ausgeben müsst, ist es jetzt nicht wirklich ein großer Verlust. Aber wenn man alles rausholen will, kann man das auch nochmal machen. Dann haben wir einmal die Beine. Die Beine verzaubern wir wieder ganz normal mit dem wilden Rüstungsset. Also wieder Beweglichkeit plus Ausdauer. Die Stiefel einmal mit Prise des Ebenenläufers. Das gibt uns nochmal ein bisschen mehr Movement Speed. Und die beiden Ringe hier jeweils einmal mit Meisterschaft. Unsere Gläfen hingegen, die verzaubern war mit weiße Hingabe. Weiße Hingabe macht nichts anderes, als dass sie uns nochmal Main Start gewährt, wenn denn der Brock gerade auftritt. Als nächster Punkt haben wir die Talente und beim Dämonenjäger gibt es eigentlich zwei gängige Skillungen, die man momentan spielt. Die erste, die seht ihr hier schon mal und ich habe euch beide unten in der Videobeschreibung verlinkt, dann brauche ich hier nicht wirklich auf jedes einzelne Detail reingehen und ihr braucht hier nur das Video stoppen und das rauskopieren, sondern ihr könnt einfach unten im Video den Link rauskopieren und könnt ihn dann hier bei eurem Interface einfach einfügen. Ihr habt hier unten, sieht man gerade nicht bei der Kamera hier, in dem Sinne so ein Importierfenster, wo man das reinmachen kann. Skillung Nummer 1 geht auf Essence Break. Das heißt, wir haben immer kleine Damage-Fenster anhand von Essenzbruch alle 40 Sekunden. Essence Break war auch schon in Season 1 eigentlich das, was gang und gäbe war und was man eigentlich immer gespielt hat. Danach wurde es eine Zeit lang ziemlich massiv genervt und vor ein paar Wochen wurde das Ganze wieder zurückgedreht. Seitdem ist Essenzbruch eigentlich wieder ziemlich solide und man holt eigentlich sehr, sehr gut Schaden damit raus. Im linken Skilltree ändern wir eigentlich überhaupt nie was. Das bleibt eigentlich im Großen und Ganzen immer gleich. Das Einzige, was ab und zu ein bisschen nervlich sein kann,
Das ist zum Beispiel, dass irgendwie die Aktivierungszeit von den Siegeln kürzer ist und so weiter und so fort. Das fand ich immer ein bisschen schwierig anzubringen. Das sieht man auch nachher im Gameplay, dass ich mir damals immer damit ein bisschen schwer tue, weil ich das vorher nie gespielt habe. Aber im Allgemeinen kann man das einfach mitnehmen. Wir kriegen nochmal Parierchancen und so weiter und haben unsere Siegel wieder schneller ready. Das hilft uns halt öfter mal ein Go zu machen, gerade durch Zeichen des Elends, was halt unser CC ist. Den können wir ja, nachdem wir jemanden in den Cage eingesperrt haben, nochmal extra drauflegen. Aber zum CC-Part kommen wir nachher gleich noch. Ansonsten haben wir ja eigentlich mehr oder weniger nur Damage-Talente, außer Dunkelheit. Dunkelheit ist einfach unser Big Cooldown, der nicht nur für uns zählt, sondern auch für unsere Verbündeten. Und manche Leute tun sich leichter, wenn sie hier mit der Chaos Nova mit entfesselter Macht spielen, wo sie dann kürzeren CD haben, beziehungsweise man braucht halt keinen Jähzorn und man kann es schneller anbringen, weil manche dann ein bisschen schwierigere Zeit haben, das Ganze irgendwie zu managen, dass sie da halt irgendwie genug Jähzorn haben in der Situation, was sie brauchen. Allerdings gibt es mittlerweile so derart viele Stunts im Game, dass man es nicht unbedingt nötig hat, das Ganze zu spielen, aber man könnte halt vielleicht hier den Zeichenpunkt rausmachen. Das kommt darauf an, gerade auf Low Rating, also es geht ja nur bis 1800 in unserem Fall, braucht man meistens nicht so viel CC-Setups, damit man einen killen kann, und wenn man dann halt hier den längeren CD drauf hat, ist das auch nicht allzu tragisch. Ansonsten gibt es ein paar Demon Hunter, die hier springende Glefe mitnehmen. Das macht man hauptsächlich dann, wenn sehr viele Gegner auf einem Fleck sind oder wenn die Chance besteht, dass unsere Glefe nicht unbedingt das nächste Ziel daneben hittet, wie bei Unholy Decay, Demolock und so weiter. Könnte man es eventuell noch mit einbauen, auch dann würde ich am ehesten hier unten beschleunigte Zeichen wegnehmen. Die anderen Talente sind mehr oder weniger ein zu großer Damage Gain, als dass ich es halt in dem Sinne austausche will. Gerade hier unten auf der linken Seite will es eigentlich gar nichts loswerden. Hand macht extrem viel Schaden, Darkness brauchen wir immer und die linke Seite ist mehr oder weniger so oder so schon vergeben. Und wenn wir hier ganz runter wollen, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes über, als dass wir hier unten den Punkt nehmen. Da muss man sich ja dann nur immer dran gewöhnen, dass die Zeichen halt eine Sekunde später erst losgehen, wenn man ohne den Punkt spielt. Das heißt, dass man nicht aus Versehen Zeichen des Elends falsch platziert. Dann die rechte Seite, um die es hier eigentlich geht, ist erstmal Essence Break Skill Tree. Und zwar beim Essence Break geht es eigentlich nur darum, dass wir immer ein Damage-Fenster haben anhand von Essenzbruch. Das heißt, wir versuchen immer in Essenzbruch mehr oder weniger rein zu DPSen. Das zeige ich euch gleich noch bei der Rotation. Aber das ist mehr oder weniger eigentlich schon alles. Ansonsten ist Demon Hunter nach wie vor ein ziemlicher Button-Smash. Es ist immer unser Klingendance auf Platz Nummer 1. Und ansonsten halt hier der Essence Break. Und wenn wir genug Jähzorn haben, dann spammen wir hier in dem Fall auch noch Chaos-Stoß. Wir wollen aber trotzdem immer den Flow Glaive Debuff drauf haben. Der hilft uns dann immer mehr. Was sich vielleicht viele andere fragen, inklusive mir, auch bevor ich es verstanden habe, war wuderfüllte Würfe. Und zwar, es spielt sich keiner Clunky mit wuderfüllte Würfe zu spielen, denn der Glefenwurf kostet dann 25 Jähzorn. Normalerweise hätte man keine Kosten drauf, finde ich auch persönlich besser. Ich hoffe, dass das im Rework drinnen wäre. Allerdings haben wir den Vorteil, dass eine zweite Glefe zeitgleich auf das Ziel geschleudert wird, wenn wir es drücken. Was bringt uns das? Und zwar Glefe werfen, der Debuff von Soulrend, das ist hier unten einmal, Seelenzerfetzen, der skaliert damit, wie oft wir Glefe werfen, auf ein Ziel draufhauen. Das heißt, wenn wir gerade zwei Aufladungen hätten, ohne dass wir das Talent spielen und wir werfen es zweimal, dann stackt der Bleed nach oben, Baseline 9k und dann macht er so 13k. Wenn wir jetzt aber mit wuderfüllte Würfe spielen, dann wirft er zeitgleich zwei Glefen auf einmal und der Debuff ist gleich instant bei Weitem höher. Dementsprechend machen wir halt dann damit ein bisschen mehr Schaden. Spielt sich dafür ein bisschen mehr clunky, weil wir halt dafür nicht so viel andere Sachen spammen können, wie jetzt zum Beispiel Chaosstoß oder halt den Klingentanz, und dadurch kann es dann manchmal zu Problemen kommen, gerade, oder es fühlt sich dann, vielleicht nicht unbedingt zu Problemen kommen, aber es fühlt sich dann ein bisschen clunky an, dass es nicht sich so ganz flüssig spielt. Talentbaum Nummer 2 ist eigentlich nicht viel anders. Wir sehen nur, dass wir hier weder in Chaos-Theorie, den Feind kennen und Essence-Break drinnen sind, sondern wir gehen dann hier durch die Mitte einmal mit Wildes Starren. Dadurch kriegen wir noch mehr Tempowertung. Wir gehen einmal auf Innerer Dämon. Das heißt, dass wir da immer die Überrockchance haben, dass der Dämon halt noch zusätzlich kommt. Wir gehen für den Teufelskreis, um Augenstrahl schneller wieder zu resetten, und zerschmetterte Bindung, um halt unsere Dämonengestalt länger abzuhalten. Das heißt, das einzige Ziel bei der Skillung ist es mehr oder weniger, dass wir immer unseren I-Beam komplett durchkriegen.
das ist jetzt sogar einfacher geworden, denn vor kurzem war ja ein Hotfix, dass iBeam nicht mehr unterbrochen werden kann. Das heißt, iBeam, der Augenstrahl, der kann jetzt nicht mehr gekickt werden von Klassen. Er kann nach wie vor gestunt, geschiebt, gefeiert, was auch immer werden, aber es ist nicht mehr so einfach, das Ganze einfach zu stoppen. Das heißt, wir haben also damit eigentlich ein ziemlich gutes Sustain-Spec, womit wir erstens mehr Jähzorn generieren, gerade weil wir mehr Tempowertung auch noch dazu haben, und wir haben einfach ein bisschen mehr Sustain-Damage, was auch ganz, ganz geil ist, und wir können ein bisschen leichter cleaven, gerade gegen Double-Melee-Teams, wobei es da immer sehr schwierig ist, gerade wenn man halt dann Stun kassiert oder sonst irgendwas mitnehmen, iBeam, ist das ein bisschen problematisch. Vor allem geil ist die Spec, weil sie extrem gut mit unserem 4er-Set-Boni bzw. unserem Set-Boni generell eine geile Synergie hat. Das heißt, wir ballern dann nochmal umso mehr Damage mit unserem iBeam, aber dafür müssen wir darauf achten, dass wir den iBeam tatsächlich komplett durchbringen, damit wir davon profitieren. Was für eine Skillung ihr davon persönlich lieber spielt in dem Sinne, das müsst ihr mehr oder weniger selber wissen. Probiert einfach mal beide aus. Ich kann euch beide empfehlen, sind kinder simpel zu spielen. Also ist jetzt nicht irgendwie eine komplett massive Umstellung wie bei manch anderen Specs, sondern in dem Fall ist es halt einfach, ja, bei der einen schaue ich, dass ich iBeam durchkriege, und beim anderen schaue ich, dass ich halt Essence Break immer vorher wirke, bevor ich halt bursten will in dem Sinne. Als nächsten Punkt schauen wir uns die PvP-Talente an. Denn auch bei den Talenten gibt es mehrere, die man sogar picken kann. Mag man kaum glauben beim Dämonenjäger, aber mittlerweile hat er eigentlich mehrere Talente, die relativ gut sind. Erster Pick, der immer safe ist, den er eigentlich nie rausmacht, ist chaotische Prägung. Warum? Klefewerfen verursacht Schaden einer zufälligen Magieart und erhöht den durch diese Art erlittenen Schaden des Ziels 20 Sekunden lang um 10%. Das ist für uns ein flat 10% Damage Increase. Warum? Chaos Damage, den wir hauptsächlich verursachen, ist mehr oder weniger alle Magiearten auf einmal. Das heißt, egal was da für ein Debuff drauf ist, wir verursachen einfach immer mehr Schaden. Also es ist einfach ein flat Damage Increase, aus dem wir eigentlich nie rausbecken. Das heißt, chaotische Prägung könnt ihr immer drinnen lassen, egal was kommt. Pick Nummer 2, den wir sehr gerne mitnehmen, neuerdings, ist Blutmond. Blutmond wollt ihr aber nur mitnehmen, wenn ihr sicher gehen könnt, dass ihr gegen was spielt, wo ihr irgendwas purgen könnt. Denn Magie aufziehen wirkt sich nun auf alle Gegner innerhalb von 8 Metern um das Ziel aus und erzeugt ein geringes Seelenfragment. Jeder aufgezehrte Effekt hat eine Chance von 5% zu einer großen Seele aufgewertet zu werden. Was bedeutet das? Und zwar, wenn ihr die mit dem Standard-Interface spielt, dann seht ihr ja immer im Gegner so leuchtende Debuffs, also so wie Ausdauer-Buff, Schlachtruf und so weiter. Und manche davon sind halt leuchtend. In dem Fall zum Beispiel sowas wie Hots, Erneuerungen oder Druiden-Hots oder Magier-Shield oder was auch immer. Und wenn ihr das drauf habt und ihr drückt euren Purge, in dem Fall hier Magie aufzehren, dann klaut das oder beziehungsweise remove das logischerweise einerseits den Debuff, was ihr das Talent generell macht, und zweitens habt ihr eine Chance, dass die Seelen rauskommt. Diese Seelen, wie wir als Dämonenjäger kennen, die geben uns ein bisschen Jähzorn, die heilen uns ziemlich stark, und wenn eine große Seele rauskommt, dann bufft die unseren verursachten Schaden für ein paar Sekunden, ich glaube 10 oder 15 Sekunden lang, um 20%. Das heißt, auch das Talent ist wieder ein Flat Damage Increase, gerade wenn wir richtig reinzergen wollen. Und jetzt kommt das richtig Coole dabei, und zwar gibt es ja auch noch Futter für die Flamme. Dort spawnen wir einen Dämon, und wenn wir den Dämon mit Klefe werfen, töten, dann spawnt dieser ja auch nochmal so eine grüne Seele. Und wenn wir die sammeln, dann kriegen wir ebenfalls wieder 20% mehr Schaden. Und beide dieser Seelen stacken. Das heißt, wenn ihr wirklich lucky seid, dann könnt ihr gerade zum Beispiel euren Dämon killen, dann purge da, und dann habt ihr beide Seelen ab und verursacht in der Zeit 40% mehr Schaden, was richtig insane sein kann. Sagen wir, ihr habt zum Beispiel gerade bei der iBeam-Spec Max Stacks für den nächsten iBeam, dann ballert ihr damit halt mal 200k Schaden raus. Also das kann richtig, richtig nice ausrasten. Und der Brock hier mit dem Blutmond-Talent, das ist gar nicht selten. Also das kommt eigentlich regelmäßig vor, sofern ihr wenigstens irgendwas habt, was ihr purgen könnt. Also dann solltet ihr das Talent immer picken. Pick Nummer 2, was wir sehr oft mitnehmen, wenn wir nicht purgen können. Sagen wir, ich spiele gegen Double Melee, gegen den Paladin plus einen, gegen einen Red Paler plus einen Vari oder sowas in der Art. Und ihr braucht Survivability, weil ihr vermutlich das Target sein werdet. Dann spielt ihr mit Flüchtiger Blick. Flüchtiger Blick sorgt dafür, dass unser Backjump, also der rachsüchtige Rückzug, uns kurze Zeit immun gegen jeglichen CC macht, und wir haben 35% Damage-Verringerung auf uns. Das heißt, wir haben auf einem gerade mal 25 Sekunden Cooldown einen
35% wohl, was eigentlich ziemlich stark ist, vor allem dann, wenn man es richtig einsetzt. Das heißt, wenn du siehst, die wollen jetzt vielleicht gleich ein Go machen, dann kann ich in dem Moment einen Backjump anreißen, vielleicht immune ich dann den Stun vom Paladin, den Stormbolt vom Vahri oder was auch immer, damit ich in dem Moment nicht im Stun bin und zusätzlich auch noch den Damage Reduce habe. Selbst wenn ihr das nicht schafft, dass ihr so ein Skillplay macht, ihr könnt auch danach einfach für den Backjump gehen und habt, wie gesagt, eine 35% Damage Verringerung für 1-2 Sekunden, was halt trotzdem extrem stark ist. Lohnt sich also auf jeden Fall, das meistens als Safe Pick in dem Sinne drinnen zu haben. Dann gehen wir weiter, und zwar haben wir noch zwei Talente. Talent Nummer 1, Teuflischer Niederschlag. Teuflischer Niederschlag lohnt sich meistens gegen Double Melees, logischerweise, vor allem gegen Schurken und Co. Denn immer wenn er seht, dass der Schurke gerade Schattentanz anmacht, wenn er jetzt ein Sub-Rogue ist oder halt Blades oder was auch immer angeht, dann könnt ihr direkt mit dem teuflischen Niederschlag nach oben springen und ihr denied seinen kompletten Go, weil dann sind die Stacks wieder weg und dann könnt ihr halt mehr oder weniger weitermachen. Außerdem macht teuflischer Niederschlag insanen Damage teilweise. Gerade dann, wenn man es wirklich cheesen kann, und zwar mit dem Blutmondseele plus Futter für die Flamme, dann hitten die Schüsse von teuflischer Niederschlag für sage und schreibe zwischen 120.000 bis 150.000 pro Schuss und ihr kriegt so circa 6 bis 8 raus. Also das wird wirklich krank zum Gegenhalten, natürlich ein bisschen Luck orientiert, ob er es halt gerade mehr oder weniger miteinander kombinieren könnt, aber trotzdem ein wirklich sehr, sehr heavy Burst, den man kaum linen kann, weil man halt so hoch in der Luft ist, dass man es immer eigentlich fast durchbringt. Dann zu guter Letzt haben wir noch Magie umkehren. Das ist einfach nur, dass wir einen Debuff reversen können. Das heißt, wenn unser Healer in einem Sheep ist, in einem Fear ist, in einem Hodge ist, was auch immer, dann können wir zu unserem Healer hinlaufen, können Magieumkehrung drücken und dann nimmt es den Debuff von unserem Heiler runter und wirft es auf den zurück, der den Debuff gewirkt hat. Das heißt, wenn ein Magier unseren Heiler schiebt und wir dann zurückspringen, zum Beispiel mit Rückzug zu unserem Heiler, Magie umkehren drücken, dann springt das Sheep zurück auf den Magier. So können wir nochmal dafür sorgen, dass wir extrem lange CC Chains mehr oder weniger denyen. Das heißt, der Baseline-Pick sieht eigentlich immer so aus. Wir picken Flüchtiger Blick, wir picken Chaotische Prägung und Magie umkehren. Wenn er gegen Double Melees spielt, dann würde ich in dem Fall hier Magie umkehren einmal rausnehmen und gegen Teuflischer Niederschlag ersetzen. Wenn er wirklich einen cheesy Part spielen wollt und halt mehr Sustain-Damage zusammenbringen wollt, dann könnt ihr hier anstatt in einem Rücksprung einmal Blutmond reinmachen oder wenn es halt gegen Caster ist, könnte ich halt hier wieder Magie-Umkehrung reinmachen. Ein sehr blöder und dummer Pick in den meisten Fällen ist im Feuer gereinigt, hört sich erst cool an, ist gleiche wie beim Paladin Judgment Talent. Und zwar, wenn ihr Feuerbrand Aura wirkt, dann bannt es alle magischen Effekte auf uns. Das kann ziemlich böse in die Hose gehen gegen Aflilok, gegen Shadow Priest und Co. Denn wenn ihr das bannt, zum Beispiel gegen Aflilok Unstable Affliction, dann kriegt ihr trotzdem den Damage. Und der wurde auch vor kurzem nochmal gebufft. Der haut jetzt mittlerweile, glaube ich, schon 200.000 plus rein, wenn er vom Ziel entfernt wird. Deswegen unbedingt aufpassen, dass ihr dieses Talent hier nicht pickt, dass er nicht aus Versehen irgendwie irgendwas runternehmt und auf einmal sprengt es euch einfach komplett. Habe ich schon viel zu oft in Solo Queue gesehen, dass Leute glauben, dass es in dem Sinne ein guter Pick wäre. Weiter geht's zur Rotation für den Dämonenjäger und da schauen wir uns erstmal an, was gleich bleibt bei beiden Spezialisierungen und dann gehe ich auf die jeweiligen Spezialisierungen ein, also einmal I-Beam Spec und einmal Essence Break Spec. In dem Fall haben wir hier erstmal nur die Base-Rotation, die für jeden Dämonenjäger gleich ist, egal was von den zwei Spezialisierungen ihr spielt. Und zwar Nummer 1, bevor wir openen, machen wir immer Feuerbrand Aura an. Das heißt, in dem Sinne, wenn es halt gleich losgeht, dann können wir hergehen und können halt quasi Aura anmachen, laufen schon mal zum Ziel hin und legen danach direkt hier Zeichen der Flamme. Damit generieren wir nämlich dann schon die ganze Zeit Jezorn und können dann schon anfangen, unseren Damage anzubringen. Das heißt, immer merken, schauen, dass ihr Feuerbrandaura und Zeichen der Flamme immer auf Cooldown haltet, denn das ist mehr oder weniger euer Generator, mit dem ihr die ganze Zeit dann auch noch zusätzlich nebenbei Schaden verursacht. Denn Zeichen der Flamme, das ist ja einfach ein Debuff auf dem Ziel. Und die Feuerbrandaura, sofern wir die drauf haben, die tickt halt generell einfach immer am Target noch nebenbei. Ist vor allem geil, wenn Schurken am Anfang mit Stealth sind und ihr die aufdecken wollt, dann macht ihr zuerst Feuerbrandaura an und dann geht er erst in die Geistersicht. Denn wenn der Schurke zu nah kommt, wenn er euch zappen will, dann wird er trotzdem aufgedeckt. Ihr kriegt dann zwar trotzdem selber den Zap, aber ihr denied den Zap auf dem Heiler, weil es den Schurken dann in dem Sinne aus dem Stealth einmal rausnimmt. Also nochmal, bevor wir reingehen, geht es halt einfach los. Wir machen Feuerbrandaura an, wir hauen Zeichen der Flamme drauf und dann können wir gleich mal eine Glefe reinwerfen und dann würden wir halt schon anfangen mit unserem Schaden.
Bei unserem Schaden ist es so, dass wir Glefe werfen immer als höchste Prio haben. Das heißt, wenn das Ziel keinen Debuff drauf hat, dann wollen wir immer eine Glefe reinschmeißen, wenn es gerade geht. Das heißt, im Idealfall drückt ihr eigentlich so gut wie nur Klingendanz und Glefe werfen, weil wir eigentlich immer den Bleed drauf haben wollen auf dem Ziel. Und wenn ihr wirklich zu viel Jezorn habt, dann könnt ihr halt dann hier Chaosstoß mit einbauen, was öfter mal passiert, gerade mit der I-Beam-Spec oder wenn er dann Dämonen spawnt oder Seelenfragmente sammelt und so weiter, dann habt ihr meistens zu viel Jezorn und dann kommt es darauf an, dass er das mehr oder weniger immer einsammelt. Also nochmal, wir machen Feuerbrandaura an, wir legen das Zeichen drauf, wir werfen die Klefe rein, gehen gleich mal für unseren Klingendanz und dann können wir halt mit Teufelsklinge wieder ein bisschen generieren und könnten halt hier immer wieder unsere Klefe reinwerfen und wenn wir einen Brock haben für Teufelsklinge, drücken wir das wieder und sobald unser Feuerbrandaura bzw. unser Zeichen der Flamme wieder ready ist, dann gehen wir dafür wieder. Ansonsten, bei I-Beam gilt natürlich das Gleiche. Das heißt, I-Beam wollen wir dann auch immer auf Cooldown halten, wobei da kommen wir zu einem Unterschied dann für die I-Beam-Spec. Heißt also, wir schauen uns zuerst die I-Beam-Spec an. Das ist hier zerschmetterte Bestimmung, Teufelskreis, innerer Dämon und einmal wildes Starren mit dabei. Und hier wollen wir in dem Fall das brodelnde Potenzial zuallererst stacken. Das müssen wir halt mehr oder weniger über unseren Set-Boni hier einmal machen. Wir sehen schon, pro 175 verbrauchter Jezorn erhaltet ihr brodelnder Jezorn, was eure Beweglichkeit 6 Sekunden lang um 5% erhöht. Das heißt, unser I-Beam-Schaden beim 4-Cent-Boni wird dann ja auch nur prozentuell erhöht, jedes Mal, wenn wir Schaden verursachen oder beziehungsweise jedes Mal, wenn wir 175 Jezorn verbraucht haben. Den ersten I-Beam im Game, den könnt ihr eigentlich relativ early wirken, da braucht ihr nicht darauf achten, dass ihr zuerst die Stacks hier voll habt, sondern ihr könnt einfach instant für den I-Beam gehen, dass ihr gleich mal Pressure habt und halt mehr oder weniger in den Dämonengestalt seid. Denn, wie wir schon gelernt haben, über das Talent, wenn wir unseren Jezorn verbrauchen, dann haben wir ja sowieso den Vorteil, dass wir dann gleich mal wieder unseren I-Beam schneller ready kriegen, weil immer wieder, man sieht es hier zwischendrin, die Bonus-Ticks einfach Ticks runtergenommen werden. Wenn wir hier Klingendanz, Chaosstoß, Glefenorkan wirken, dann wird die Abklingzeit um eine Sekunde verringert und wir haben es dementsprechend schnell wieder ready. Wenn ihr wirklich ein High-Burst-Go machen wollt, dann schaut, dass ihr halbwegs die Stacks voll habt. In dem Falle stackt das halt bis 5 Mal, also das dauert jetzt nicht allzu lange, dass ihr da erstmal die Stacks mehr oder weniger komplett am Ausrasten habt. Und wenn ihr das habt, dann versucht ihr mehr oder weniger innerhalb der Dämonenform so viel Jezorn wie nur möglich zu spenden. Das heißt, ihr wollt halt dann auch garantieren, dass ihr Uptime habt. Denn umso mehr Uptime ihr habt, umso mehr könnt ihr dann auch noch in der Dämonenform drinnen bleiben. Das heißt, im Idealfall habt ihr halt dann zum Beispiel Feuerbrandaura und das Zeichen auch gleich noch ab. Und dann könnte ich halt mehr oder weniger starten. Gehe erstmal für einen Full I-Beam, dann gehe ich direkt für den Blade Dance. Dann mache ich gleich mal meine Feuerbrandaura an, spend wieder ein bisschen. Mache gleich mal mein Siegel an, spend wieder ein bisschen. Schau, dass mein Glaivethrow Debuff abhalte und dann spam ich hier halt einfach die ganze Zeit rein, um halt mehr oder weniger dann auch noch länger in der Dämonenform drinnen bleiben zu können. Wenn ihr das Ganze halbwegs gut timet, dann habt ihr im Schnitt meistens so alle 20 Sekunden einen I-Beam ab und könnt dadurch halt immer dementsprechend lang in der Gestalt drinnen bleiben. Es holt jetzt nicht so viel raus, wenn man komplett rein spammt, aber es sind so circa 3 bis 4 Sekunden mehr, also man kann dann teilweise 10 Sekunden drinnen bleiben, hat also eine relativ gute Uptime eigentlich, was halt die Dämonengestalt angeht. Ansonsten haben wir natürlich nach wie vor Metamorphose und die könnt ihr auch zwischendrin dann in euren Ghost ziehen, die müsst ihr jetzt nicht unbedingt im Opener ziehen, sondern ihr könnt sie halt auch zum Beispiel nach eurem ersten I-Beam ziehen. Das heißt, ich in meinem Fall würde am ehesten immer zuerst für den I-Beam gehen, also wie gesagt, ich würde die Aura anmachen, ich würde einmal debuffen, würde Throw Glaive gehen, würde gleich mal Blade Dance machen, dann würde ich den I-Beam angehen und dann gleich einfach mal Damage pumpen, so viel Damage wie geht. Und dann, sobald halt mehr oder weniger hier einmal das ausgelaufen ist, warte mal ganz kurz, dann würde ich halt wieder schauen, dass ich zuerst wieder Feuerbrandaura und Zeichen der Flamme abhabe und sobald die zwei Sachen wieder ready sind, dann würde ich mehr oder weniger hier einmal in Meta reingehen, könnte ich einmal unser Add noch mit umreißen und dann kann ich halt in der Meta Maximum spammen. Denn wie gesagt, es ist ja unser Ziel, dass wir so viel wie möglich Schaden verursachen, währenddessen wir uns in unserer Meta befinden und das ist eigentlich alles, worauf es bei der Spec ankommt und im Idealfall, wie gesagt, der erste I-Beam, den könnt ihr jederzeit wirken und den zweiten I-Beam, den solltet ihr dann immer
halbwegs optimal wirken, wenn ihr halt hier wieder die 5 Stacks am Start habt. Sehen wir hier oben gerade, dann verursachen wir nämlich hier wieder maximalen Schaden damit. Jetzt schauen wir uns das Ganze an mit Essence Break, also Essenzbruch hier einmal. Da haben wir dann einmal gezackte Gläfen, wir haben Chaos Theorie, den Feind kennen und Essenzbruch einmal mit dabei. Und wenn wir hier lesen, schlitzt alle Gegner vor euch auf, fügt ihnen 47.000 Chaos Schaden zu und erhöht den Schaden, den ihr ihnen mit Chaosstoß und Klingentanz zufügt, 4 Sekunden lang um 80%. Das heißt, das ist immer unser Burst Window. Und hierfür wollen wir immer, dass zwei Sachen absehen, wenn wir unser Burst Window ready haben. Und das ist einmal I-Beam und dann einmal Essenzbruch. Das heißt, wenn diese zwei Fähigkeiten zusammen ready sind, dann haben wir immer unseren Go. Der Rest bleibt gleich. Also auch hier wieder, wir aktivieren die Feuerbrand-Aura. Wir legen einmal das Zeichen der Flamme, openen gleich mal mit einem Gläfenwurf. Und dann können wir hier gleich mal für einen I-Beam gehen für Essence Break. Und dann gehen wir hier einmal für Todesfeger und ein-, zweimal für Vernichten. Das heißt, in das Fenster von dem Essence Break hauen wir so viel wie möglich Schaden rein und wir sehen schon, der Todesfeger hat hier für 169.000 gehittet und Vernichten in dem Fall zwischen 48.000 und 74.000. Das heißt, wir haben hier immer ein kleines Burst-Fenster und das nicht nur auf ein Ziel, sondern auch auf mehrere Ziele, sofern wir es schaffen, mit dem Essenzbruch mehrere Ziele anzuhitten. Heißt also, ihr seht schon, zwischen den zwei Specs ist jetzt nicht allzu viel Unterschied. Bei der einen Spec maximiert man den Schaden von I-Beam um die Uptime in der Dämonengestalt und bei der anderen Spec geht man ein bisschen mehr Bursty rein, was halt gerade beim Dämonenjäger nicht schlecht ist, denn wenn wir mit Cage und mit dem Zeichen des Elends einmal CC'en und dann in das kleine CC-Fenster halt unseren Burst reinbringen, ist natürlich umso besser, weil es halt sehr fatal sein kann und wir gleich mal einen Kill machen können. Das heißt nochmal, es bleibt also alles eigentlich gleich bei beiden Specs, außer dass wir I-Beam ein bisschen anders usen als bei Essence Break. Also nochmal, Feuerbrand-Aura, Debuff, Froglave, gehen einmal hin, gehen für I-Beam, gehen für Essence Break, dann gehen wir einmal für Todesfeger und dann spammen wir ein bisschen hier die Vernichtung rein, sofern sich's ausgeht und danach machen wir normal weiter. Das heißt, wir werfen wieder Gläfe rein, generieren wieder und ballern einfach die ganze Zeit hier mit Klingentanz als CD mit rein. Bei Essence Break ist es dann nicht ganz so wichtig, wie ihr Metamorphose nutzt. Man könnte es cheesen und Maximum Burst rausholen, indem man quasi in den Essence Break neu Meta reingeht, damit man zweimal Klingentanz kriegt. Das ist jetzt aber nicht so mega worth. Das kann man maximal machen, um jemanden zu cheesen gerade. Aber im Allgemeinen kann man Meta einfach benutzen, wenn man gerade keine I-Beam parat hat, um mehr Sustain Damage dann am Start zu haben. Und zu guter Letzt gibt es bei der Rotation eigentlich nur noch einen Punkt und das ist die Jagd. Die Jagd ist einfach ein Big Burst CD, den wir haben, und zwar alle 1,5 Minuten. Und wenn wir die wirken, dann kommt erstmal ein Big Initial Damage. Das heißt, sobald wir auftreffen, gibt es halt viel Schaden und danach ist ein Debuff ab, der dann nochmal viel Schaden tickt. Besonders nice ist es erstens, wenn ihr keine Mobility habt und einem Ziel nachkommen wollt, das relativ low ist, also das gerade von euch wegläuft, weil es halt schon sehr wenig HP hat. Oder um jemanden zu finishen, der so auf 30% um den Dreh ist. Also seht es auch unter anderem an wie eine Art Execute. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, das Ziel hier vorne, das hat ja generell schon relativ wenig HP. Heißt also, wenn wir hier in dem Fall reingehen und gerade Damage machen und sagen wir bursten gerade rein und dann droppt er irgendwie auf seine 30%, dann gehe ich halt nochmal mit Hand rein und schaue, dass ich ihn damit finishen kann. Jetzt müsst ihr allerdings auf eines aufpassen, was Jagd angeht. Und zwar, man kann Jagd den kompletten Damage, den nein, wenn auf dem Weg irgendwo ein Root oder sonstige CC sind. Heißt also, wenn das hier vorne euer Ziel ist und das wäre ein Hunter und der legt zum Beispiel eine Steel Trap mitten auf dem Weg, wo ihr gerade mit Hand durchdasht, dann fängt es euch mittendrin ab, der Damage kommt nicht an und ihr habt trotzdem Cooldown drauf. Das heißt, ihr müsst darauf aufpassen, dass da nicht irgendwas zwischen euch und dem anderen Ziel ist oder dass er mittendrin CC'd wäre. Ein Hunter kann es auch totstellen in der Tat. Also Hunter ist wirklich Hardcounter, was das angeht. Deswegen bei dem Jäger immer drauf sicher gehen, dass wenn er mit Hand reingehen wollt, am besten vor mit Teufelseruption oder irgendwas stunnen, damit Hand auch den Damage anbringt. Ansonsten kann er mich einfach totstellen machen, dann hat er meistens nur den Debuff, kriegt aber den Initialschaden von der Fähigkeit gar nicht ab. So viel erstmal zur Rotation. Ich glaube, das ist relativ verständlich erstmal beschrieben. Und jetzt gehen wir weiter zu unseren CCs und zu unserer Defensive, die wir dann anbringen können. Denn als erstes schauen wir uns mal die Defensive an. Was haben wir für eine Defensive? Ich habe auch ganz am Anfang beim Gearing schon gesagt, Demon Hunter ist ziemlich squishy. Ja, in der Tat, denn wir haben drei defensive Möglichkeiten. Wir haben einmal, wenn wir flüchtiger Blick spielen, immer unseren Backjump. Das heißt, während dem Backjump sind wir mehr oder weniger immun gegen CC. Als auch haben eine Damage-Verteilung.
Verringerung drauf, was halt extrem stark ist. Dann haben wir zusätzlich dazu auch noch Verschwimmen, hat nur einen 1 Minuten Cooldown, verringert aber erstens unseren erlittenen Schaden und erhöht unsere Ausweichchance. Das heißt, gerade gegen Melees extrem starker Defensiv-Cooldown, wenn wir ihn denn richtig traden. Das heißt, nicht einfach nur random drücken, sondern immer dann, wenn die anderen auch CDs anhaben, dann willst du Verschwimmen anmachen, denn du hast Verschwimmen eigentlich immer ready, wenn die anderen Cooldowns committen. Also niemals darauf vergessen, dass ihr den Cooldown habt. Dann haben wir noch Dunkelheit und bei Darkness ist ein extrem starker Def-CD, weil einfach eine sehr hohe Chance ist, dass euch Hits gar nicht erst treffen, wenn er drinnen steht. Ihr könnt allerdings rausgenockt werden, das heißt, wenn ich das hier lege und ich mich in der Fläche befinde, dann haben wir hier Chance von 20%, dass Angriffe gegen euch keinen Schaden verursachen. Es ist aber auch das Problem, dass wir rausgenockt werden können. Das heißt, wenn ein Mönch Ring of Peace drauflegt, eine Eule uns rausnockt, ein Edelschamme uns rausnockt oder was auch immer, dann kriegen wir natürlich draußen wieder Schaden, wenn sie uns draußen stunnen können. Also auch da sehr vorsichtig sein, wie ihr das Ganze nutzt und schauen, dass ihr dann drinnen stehen bleiben könnt, wenn er es denn auch liegt. Ihr könnt das Ganze auch defensiv benutzen für eure Mitglieder, denn wenn zum Beispiel, man sieht später, ich mit dem Warlock zusammenspiele, dann kann ich ihm helfen, dass ich zum Beispiel mit Backjump zu ihm hingehe, einmal hier die Darkness reinlege, wo er gerade steht, weil er gerade nicht kiten kann und dann kann er einfach da drinnen stehen bleiben und mehr oder weniger durchcasten. Also ist gerade für euer Team extrem starker Defensiv-Cooldown, gerade gegen Melee-Cleaves und so. Wenn du gegen eine andere Melee-Cleave spielst, aber ich spiele jetzt Demon Hunter mit einem Vari und der andere ist ein Vari und ein Retri oder sowas in der Art und ich sehe, der andere Vari hat schon Avatar an, ist am Bladestormen, der Red hat Wings an, dann kann ich Darkness auf uns beide drauf droppen und wir bleiben einfach drin stehen, dann können wir in sie reinpumpen und wir kriegen in dem Sinne meistens den Schaden von ihnen nicht, weil in dem Sinne alles verfehlt. Ansonsten ist, wie gesagt, unser wichtigster CD Verschwimmen als auch Flüchtiger Blick. Und Flüchtiger Blick könnt ihr halt sehr gut anbringen, wenn ihr wirklich lucky seid, dass ihr zum Beispiel gerade einen Backjump macht, weil ihr seht, ein Schurke will gerade für einen Kidney-Shot auf euch gehen. Ihr seht zum Beispiel, der Schurke ist gerade zum Heiler gelaufen, hat im Solar Plexus gedrückt, dann wisst ihr, oh, jetzt kommt sicher gleich ein Stun auf mir. Das heißt, ich könnte präventiv schon mal für einen Backjump gehen. Eventuell schaffe ich es halt, dass ich gar nicht erst gestunt werde und dann ist der Damage vom Schurken mehr oder weniger eh schon wieder gone, weil dann könnt ihr kiten. Denn unsere letzte Survivability ist unsere Mobility. Niemals vergessen, ihr habt extrem starke Mobility. Das heißt, wir haben einmal rachsüchtiger Rückzug, der uns halt immun gegen CC machen kann und Co. Und wir haben natürlich auch Teufelsrausch als auch unseren Double Jump mit den Wings, wo wir immer ein Stückchen fliegen. Das heißt, selbst wenn wir wenn wir slowed sind, dann können wir trotzdem mit Double Jump mehr oder weniger die ganze Zeit ein Stückchen vom Gegner wegfliegen. Das heißt, wenn wir ganz fix weg wollen, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, da poppt gerade, er poppt jetzt gerade irgendwie Warlock-CDs und Demo-CDs, da steht die Pets alle da. Ja gut, dann dash ich halt weg und bin hinter der Pillar und schaue, dass ich erstmal hinter der Pillar bleibe, bis ich halt mehr oder weniger wieder reingehen kann. Und dann könnte ich zum Beispiel, boah, er will mich stunnen, dann gehe ich halt wieder mit Backjump rein, damit ich mich nicht mit eher stunt oder so weiter. Und ja, ihr versteht es, glaube ich, in etwa. Das heißt, immer Mobility nutzen, denn ihr könnt ja im Vorhinein immer zum Beispiel für den Slow gehen, das heißt Throw Glaive und dann weg, weil dann ist er verlangsamt, bleedet nebenbei die ganze Zeit für euren Schaden und könnt aber auch zeitgleich ein bisschen weggehen von ihm. Das heißt, niemals eure Mobility vergessen. Dann kommen wir zu unserem CC, denn wir haben eigentlich relativ guten CC. Wir haben einmal Teufelseruption, das ist ein Single-Target-Stun für 4 Sekunden. Damit können wir einen rausnehmen. Wir haben einen AOE-Stun, das ist Chaos Nova. Damit können wir alle rausnehmen, die sich in einem gewissen Radius befinden. Wir haben einmal ein Kerkern, das nimmt ein Ziel einfach für ein paar Sekunden raus und das kann dann gar nichts machen. Und wir haben einmal Zeichen des Elends, das ist so ein Symbol am Boden, das ist gleich wie hier einmal Zeichen der Flamme und alle, die sich in der Nähe davon befinden, die sind dann desorientiert für ein paar Sekunden. Jetzt ist allerdings ein Problem, da mittlerweile so viele Klassen über Stuns verfügen, ist es sehr oft kontraproduktiv, einfach so zu stunnen. Das heißt, entweder ihr habt ein sehr gutes Auge und merkt euch mehr oder weniger, wann welche Stuns passiert sind, oder ihr habt zum Beispiel Gladius oder sonstige Addons, die zum Beispiel den DR tracken, also den Diminishing Return. Denn umso öfter dasselbe Ziel betäubt wurde, umso kürzer ist er dann, der Stun oder der CC im Generellen. Und nach dreimal ist das Ziel für ein paar Sekunden immun, damit man es nicht komplett durchspammen kann. Und da fast jede Klasse über einen Stun verfügt, außer Magier, ist es halt das Problem, dass ihr da sehr schnell in den TR reinkommt, was oft sehr kontraproduktiv sein kann. Deswegen gewöhnt euch eines an, und zwar prinzipiell gilt, wenn ihr mit einem Schurken spielt, vor allem mit einem Täuschungsschurken,
prinzipiell nie die Kill-Targets stunnen. Das heißt, beide Kill-Targets, also beide DPS zum Beispiel, Healer werden am seltensten Fall killen, wäre in dem Fall niemals zum Stunnen. Das heißt, dann setze ich gar nicht erst Chaos Nova ein. Den Healer allerdings könnt ihr euch angewöhnen, dass er immer rausnimmt mit zum Beispiel Teufelseruption. Ich mache das jetzt über Fokus-Makro, das heißt einfach zum Beispiel K/Cast, Teufelseruption/Cast, dann in Klammer Add Focus, Klammer zu und dann Teufelseruption. Da kann ich dann zum Beispiel mir einen Fokus setzen, ich habe das Keybinded auf der Maus und so weiter mit Fokus setzen auf Arena. Und dann kann ich sagen zum Beispiel, dass da drüben ist der Heiler und dann stunne ich den Heiler da drüben einfach und lasse halt den anderen DPS hier die anderen stunnen. Meinen Stun, also Chaos Nova, nutze ich selten dafür, um für einen Kill zu gehen und öfter dafür, um Damage rauszunehmen oder dafür zu sorgen, dass mein Team nochmal überleben kann. Dafür benutze ich Chaos Nova eigentlich mehr. Dann das Übliche, was man als Dämonenjäger können sollte, das ist quasi einkerkern in Du Zeichen des Elends. Denn wenn er ein Ziel einkerkert, das kann ich euch hier glaube ich nicht zeigen, muss ich kurz meinen anderen Account hier ranholen. Ich kann euch das einmal anhand von meinem zweiten Account hier demonstrieren in einem Duell. Und zwar, was ihr eigentlich immer macht als Dämonenjäger, ist den Heiler zu CC'en. Und zwar in einer Dreier CC-Chain. Das ist also einmal einkerkern Into Zeichen des Elends und danach Teufelseruption. Ausnahme, ihr spielt mit der Klasse, die absolut keine Stunts hat, dann würde ich eventuell auch das Main Target mit Teufelseruption einmal stunnen, anstatt dann den Healer zu CC'en, weil die Chance, dass mein anderer Mate dann ihn CC'en kann, ist natürlich nochmal ein bisschen höher. Jetzt ist hier allerdings ein Problem, und zwar wenn er ein Ziel einkerkert, dann ist das für ein paar Sekunden eingeschlossen und ist dann immun da drinnen gegen alles andere. Das kann dazu führen, dass wenn ihr danach Zeichen des Elends drauflegt, dass es das Ziel gar nicht hittet, weil es noch im Cage ist und dann habt ihr euch mehr oder weniger selbst ausgespielt. Deswegen, gerade wenn ihr mit beschleunigten Zeichen spielen, müsst ihr euch sicher sein, dass das Zeichen hier eine Sekunde schneller aktiviert. Das heißt, ihr seht, nach einer Sekunde wird es aktiviert. Das heißt, im Idealfall lege ich das drunter, wenn weniger als eine Sekunde noch auf meinem Cage verbleibend ist. Wenn ich das einmal demonstriere, dann würden wir halt hier fürs Einkerkern gehen und dann sehen wir hier, eine Sekunde ist noch übrig und dann würde ich halt hier das Zeichen drauflegen, damit er direkt danach im CC ist. Und wenn ich dann hier den Jezorn hätte, dann könnte ich halt danach noch einmal für Teufelseruption gehen. Also nochmal, wenn wir mit einer Klasse zusammenspielen, die über Stunts verfügt, vor allem Täuschungsschurke und so weiter oder auch ein Krieger, Waffenkrieger und so wegen Schockwelle und Sturmblitz, dann wollen wir halt immer den Heiler rausnehmen und den Heiler nehmen wir nochmal wie folgt raus. Das heißt, wir gehen immer zuerst für Einkerkern, bei weniger als eine Sekunde Resttime legen wir einmal das Symbol drauf und wenn das Symbol hier ausgelaufen ist oder fast am Auslaufen ist, dann würden wir mit Teufelseruption nochmal reinstunnen und dann haben wir halt unsere maximale Länge unserer CC-Chain erreicht. Das nächste Mal wäre es dann mehr oder weniger nur ein Kerker in Industan oder wie gesagt, wenn wir mit einer Klasse spielen, die halt anderen CC hat, Magier, Hexenmeister und so weiter, die dann halt den Heiler weiter CC'en, dann würden wir halt zuerst für ein Kerker gehen und würden das Main Target mit Teufelseruption einmal stunnen, beziehungsweise Chaos Nova können wir immer dafür nutzen, dass wir die Main Target stunnen, entweder um aggressiv zu bleiben oder in dem Fall um defensiv zu gehen, weil unser Mate kurz davor ist, dass er drauf geht und damit könnten wir es halt nochmal drehen. Und damit sind wir auch schon im Gameplay-Part unterwegs. Game Nummer 1 war, glaube ich, auch mein allererstes Game, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar gegen einen Verstärker-Schamanen, gegen einen Vergelter-Paler und gegen einen Druiden einmal. Mein Siegel wirklich hier sehr, sehr spät. Wir killen einmal das Root-Totem hier. Der Pali babbelt instant den Opener vom Vari. Und wir sehen schon, wir gehen einfach komplett weg, weil ich halt das Gefühl habe, dass er gleich bursten will. Den Enhance haben wir hier kurz rausgenommen. Der Vari breaks aber und ballert einmal mit Shockwave rein. Und wir versuchen gleich mal rein zu cleaven, was geht. Suchen den Druiden hier einmal. Stunnen den Druiden drauf, legen direkt unseren Desirian darauf, weil wir haben ja am Anfang schon gecaged, das heißt wir mussten das ja einmal anders benutzen und der Druide muss hier direkt für Trinket plus Iron Bark gehen, damit er hier nochmal ganz kurz seinen DPS auffangen kann. Healer will hier gleich mal für einen Clone gehen und wir missen leider drauf unseren Kick, was ein bisschen ungut ist, aber jetzt auch nicht ganz so tragisch, denn gerade wenn er gegen den Druiden spielt, müsst ihr natürlich immer schauen, dass er euren Heiler nicht rausklont. Ansonsten, wir haben den Kick verfehlt, Healer war im Clone, das heißt wir springen erstmal nach oben, damit unser Healer hier nichts traden muss und gerade mit dem Talent gegen Double Melee, wenn er nach oben springt, keiner kann mehr Uptime halten und dann ist es schon vorbei. Pali bufft sich einmal Segen des Schutzes, wir purgen instant, wir sehen, der Druide will für den Clone gehen, wir cagen ihn, nach dem Cage stunt unser Pali, weil er halt nicht mehr im Bash ist und damit easy CC'en kann. Habe ich zu spät gesehen, dass der Vari auch noch für Stormbolt gegangen ist, ich hätte hier eigentlich den Paler stunnen müssen und nicht den Druiden, weil der Druide war ja schon Triple DR, das heißt, wir haben dann nur noch eine halbe Sekunde CC auf ihm. Aber
ist hier in dem Fall nicht so schlimm, denn der Pressure ist schon zu hoch und der Pali, der fällt ja einmal um. Wir haben nochmal dieselbe Lobby hier, nur diesmal mit dem Enhancer zusammen und gegen den Krieger als auch den Vergelter-Paladin und den Holy-Paladin. Das heißt, wir haben jetzt sehr viele Bubbles zu kämpfen. Wir dashen hier aber erstmal rein und CC'en instant den Pali auf Tiers, damit er hier gar nicht erst viel Heal pumpen kann und wir gleich mal Pressure haben. Er geht schon in den Wall. Wir sehen auch gleich Sacrifice. Wir cagen einmal drauf, bringt aber nicht viel, weil Sack da ist. Bubble ist da, also die Midi-Bob. Ich habe hier in dem Fall nicht gepurcht, aber der Enhancer hat die Bob hier instant bekommen. Ich kriege hier eine Buße, Breaks aber, weil der Vari hier schon für einen Bladestorm geht. Und jetzt geht es ehrlich gesagt darum, dass wir einfach so viel Damage wie möglich reinbringen, als auch hier den Pali gleich mal kicken, beziehungsweise stunnen, wenn wir können. Wir gehen hier wieder für Stun plus Desorient Combo in dem Fall, weil wir unseren Cage gerade Cooldown haben. Wir sehen schon, dass wir den Pali in der Zwischenzeit ziemlich weit runterbringen. Unser Shami, der geht hier nochmal für ein Lasso, wird aber drauf gekickt, dadurch Breaks halt direkt wieder. Der Pala muss hier direkt bubbeln, damit er hier nicht drauf geht, denn eine Bob ist auf dem Red sowieso immer ein bisschen int, das könnte immer sehr, sehr schnell schief gehen. Wir kicken oder versuchen zumindest einmal den Healer hier zu kicken, weil er hier einfach für die Clearcast gehen will. Wir gehen hier wieder für Essence Break, habe hier wieder einen Fehler gemacht, war halt eins der ersten Games, dass ich nicht gewartet habe, bis I-Beam ready war, aber trotzdem können wir hier mit I-Beam dann im Nachhinein einmal den Kill erzielen in Runde Nummer 2. Weiter geht's, nächste Lobby und zwar diesmal gegen Vergelter Paladin als auch einen Asser Rogue und einen Schamanen, einen Mönch. Wir sehen schon, wir machen Feuerbrand-Aura an into unsere Geistersicht, um hoffentlich den Schurken zu finden, haben ihn aber gerade nicht davon abhalten können, unseren Healer einmal rauszunehmen. Spielen hier mit dem Augmentation Evoker, das heißt, er bufft uns gut, dementsprechend rasten meine DPS halt hier gerade komplett aus und sind halt zwei Targets, das heißt, ich cleave hier gerade die ganze Zeit maximal. Pumpen wir schon in den Pali rein ohne Ende, Last Stand vom Umhang brockt und wir kriegen die Bubble direkt. Kicken einmal ganz fix den Mönch, kriegen dadurch Revival auch noch dazu, das heißt, nächster Cooldown wird auch getradet und die chasen hier erstmal unseren Evoker down. Double Stun habe ich in dem Fall gerade keinen, aber ich versuche halt so viel Damage wie nur irgendwie möglich reinzupumpen. Gehe dann hier einmal fürs Fliegen, damit wir hier maximal noch nachsnipen können, damit wir eventuell einen Kill erzielen. Geht sich aber hier gerade nicht aus, gehen wieder für einen Kick auf den Mönch, weil er so schön mittendrin steht. Können hier gleich Trinketen und für einen Dreifach-Stun gehen für einen Big Eye Beam into den Finisher vom Augmentation Evoker. Nächste Runde, nochmal selbe Lobby und hier gegen Augmentation Evoker und Retri eigentlich sehr, sehr gefährlich, weil sie sehr viel Damage haben. Wir schauen nur, dass wir den Augmentation Evoker ein bisschen weghalten von uns. Red macht Wings an, wir stunnen in Line of Sight direkt, weil der Red ist so tief drinnen, dass die anderen überhaupt erstmal hinterher pushen müssen, bevor sie was machen können. Wir sehen schon, Pin ist raus von unserem Mönch. Mönch geht hier für den Stun, deswegen reagiere ich gar nicht mit meinem CC, bin ein bisschen spät auch an mit meiner Defensive. Switchen hier auf den Augmentation Evoker, weil der Red hier einmal seinen Wall gezogen hat, aber hätten wir jetzt auch nicht unbedingt müssen. Und wir sehen schon, der Rogue geht hier für den Kidney Shot, der Priester muss erstmal reinpushen. Wir kriegen eine Melee-Bubble, wir versuchen es zu purgen, kriegen es aber nicht, haben aber mit unserer Rune erstmal den Evoker desoriented und jetzt haben wir dann einen richtig schönen Go mit dem Rogue zusammen hier. Wie gesagt, ich versuche halt hier nicht mehr zu stunnen, gehe hier gleich mal in Blur noch rein. Am Anfang hätte ich auch Blur traden sollen, weil wir da schon ziemlich low gedroppt sind. Das war mein Fehler, aber wir sehen schon, der Stun ist wieder ready, wie ich cage hier drauf, er kidnet den Pala und wir haben halt guten Cross-CC, sodass halt gar nicht erst was passieren kann. Ich wollte hier eigentlich für den Kick auf den Priester gehen, aber der Priester hat hier ehrlich gesagt gar nichts getradet, sondern hat ihn einfach nur instant voll geheilt. Deswegen war mein Verschieben hier gerade gar nicht geil. Das hat auch nochmal dafür geführt, dass wir hier für den Jump gehen müssen, dass der Pali hier nichts machen kann. Dafür hat allerdings in der Zwischenzeit der Mönch-Healer den Priester einmal rausgenommen und der Pala musste dadurch babbeln und wir haben hier den nächsten Go mit dem Full Kidney Shots, AOE stunnen hier einmal den Heiler, denn wie schon gesagt, wenn wir mit einem Sub-Rogue zusammenspielen, wir wollen nur den Heiler rausnehmen, wir CC'en nicht die DPS, wenn es geht, auf seinen Full-Go. Zum Beispiel jetzt, zum Beispiel habe ich eh gefailt, da hätte ich den Single Target Stun gar nicht auf dem Evoker nutzen sollen, wobei unser nächster Go wäre eh wieder auf dem Retri. Wir sehen schon, ich cage wieder, perfekter Kidney wieder, perfekter Cross CC hier und dementsprechend können wir hier gleich den Kill einmal safen. Gehen hier nochmal mit Hand rein, er hat es gerade fast nochmal gesaved, aber ging sich leider nicht aus. Der Rogue und ich haben wirklich gute Synergie gehabt, also definitiv sehr, sehr solide Runde. Jetzt haben wir hier einmal einen Warlock in unserem Team und wir spielen gegen Schurke als auch gegen einen Retri. Wir sehen schon, wir haben Aura angemacht und wieder Sicht, haben den Schurken dadurch aufgedeckt und konnten es verhindern,
dass unser Mönch hier gar nicht erst gesäbt wird, weil der Schurke in dem Sinne schon Combat war. Jetzt ist unser Ziel, dass wir einfach so destruktiv wie möglich sind. Das heißt, wir versuchen immer beide zu cleaven, wenn es geht, und den Schurken natürlich immer mit Glaive-Throw halt in Combat zu halten, als auch ab und zu den ein oder anderen Stun rauszukriegen auf dem Heiler, beziehungsweise einmal einen 4. Hier haben wir schon relativ guten Pressure, konnte meine Hand leider nicht mehr canceln und dementsprechend hat er hier einmal die Bubble rausbekommen. Unser Warlock droppt mega low, aber der Mönch kann es mit Cocoon nochmal safen. Der Rogue droppt ja auch nochmal mega low, kriegt aber Leon Hands und geht einmal in Cloak of Shadows. Das heißt, wir haben eigentlich alles bekommen. Blades geht an, einmal versuchen unseren Healer hier einmal zu killen. Der Healer macht aber einen guten Job, dass er sich erstmal aus dem Staub macht. Wir sehen aber, es sind immer noch Blades an. Jetzt haben wir ein bisschen Angst um unseren Warlock. Deswegen bleiben wir hier schon die ganze Zeit in der Nähe stehen, weil ich das Gefühl habe, dass der Rogue hier gleich openen will. Wir gehen aber nochmal ganz kurz weg, killen das Totem, sehen schon, Lock dropped low. Wir pushen rein, legen Darkness für unseren Warlock, damit er nicht raus muss, können dann Double Stunnen und jetzt können wir Big Damage anbringen, weil wir halt hier für einen I-Beam hätten gehen können, aber Schurke mit Cheap Shot, der denied uns das Ganze nochmal. Schurke wird weggeführt, wir wollen nicht, dass er Combat droppt, deswegen gehen wir hin und werfen nochmal eine Glefe auf ihn drauf, damit er kein neues Opening kriegt. Kicken hier nochmal ganz kurz den Heiler und kriegen damit auch schon den Kill, denn auf den Kick, da hat gleich der 4 gefollowt drauf. Dann nochmal selbe Lobby, und zwar diesmal der Warlock und der Rogue als Gegner. Wir machen wieder Feuerbrand auch an, haben in dem Fall den Schurken jetzt nicht rausbekommen. Der Sepp wird einmal geswitcht und dann machen sie hier schon Full Go auf mir. Ich hätte hier eigentlich auch Instant Trinketten können, spring hier aber erstmal in die Luft. Nachdem er den zweiten Stun hier gar nicht erst angebracht hat, ballern wir von oben richtig rein. Und das massive Fehler, was ich mache, der Warlock hat alle CDs dieser Welt an. Und ich gehe zwar ein bisschen für Crowd Control in der ganzen Masse hier drinnen, aber der Big Boy hier schießt einfach komplett in uns rein. Das heißt, der dämonische Tyrann, also sein Big Cooldown von Demolok, da haben wir den Damage einmal komplett durchgetankt, ist meistens nicht zu empfehlen. Hex geht durch auf unseren Healer einmal. Nach dem Hex kriegt er einen Full Kidney Shot. Ich werde gestunt, ich shrink it instant raus. Schau, dass ich aggressiv bleiben kann. Spirit Link droppt. Ich krieg's gerade nicht ins Target hier. Ein bisschen zu spät. Wir versuchen Healing Tide ebenfalls nochmal zu killen und gehen dann hier gleich wieder zurück auf den Warlock und versuchen natürlich die ganze Zeit aggressiv am Warlock drauf zu bleiben und nebenbei irgendwie am Leben zu bleiben. Hier hätte ich eigentlich mit dem Backjump-Talent spielen sollen. Wir platzieren hier schon mal Darkness, weil wir sehen, dass der Schurke Blades anhatte. Das ist nämlich ein Zeichen, dass er gleich mal ein Opening machen will. Bin aber gerade zu weit aus der Darkness rausgegangen. Bin nochmal lucky, weil der Warlock reingestunt hat. Zu früh, das heißt, der Schurke konnte dann keine Follow-Up-Stun mehr anbringen, weil der Warlock in dem Sinne schon geehrt hat. Und wir können dann nochmal in die Luft springen, um uns zu safen und können dann wieder reingehen und versuchen, den Ganzen wieder mehr Schwung von unserer Seite aus reinzubringen. Wir können den Healer hier einmal drauf kicken, stunnen einmal. Und jetzt habe ich was übersehen und das habe ich zum allerersten Mal gesehen in Solo Queue. Und zwar, der spielt Reds Totem. Der Warlock kommt zurück, stirbt und weil er Reds Totem spielt, der Charme, steht der Warlock instant wieder auf. Habe ich echt noch nicht gesehen. Das war das erste Mal in weiß nicht wie viel hunderten Solo-Shuffle-Games, dass ein Charme mit dem Reds Totem-Talent spielt. Kann man sehr easy killen, aber wie gesagt, ich habe es in dem Moment übersehen. Aber nicht so tragisch, wir pumpen weiterhin komplett rein. Er cheapshottet hier wieder unseren Beam. Er will für den Tyrann gehen, also wieder seinen Damage anmachen. Wir kicken ihn aber nochmal drauf. Jetzt pusht er hier den 4. Er will nochmal Tyrann gehen. Wir können es wieder CC'en. Gehen jetzt gleich für unseren Big Damage Combo. Haben hier nochmal Hand mit dabei. Und jetzt können wir ihn hier eigentlich auch schon finishen. Das heißt, wir haben ihn überhaupt zweimal in einer Runde umgehauen. Dann geht's gleich weiter, nächste Runde, und zwar diesmal gegen Retri und einen Hunter. Den Hunter, den holen wir erstmal direkt raus, damit er hier nicht aus dem Stealth eine Trap auf unseren Healer kriegt. Das machen Hunter nämlich sehr gerne, sieht man ja auch unter anderem in meiner Hunter-Solo-Shuffle-Guide. Und dann pumpen wir gleich rein, währenddessen wir den Healer perfekt sehen. Wir sehen schon, das war Cage into Desorient, into Stun, into Sleepwalk, und wir haben eigentlich schon ziemlich, ziemlich viel bekommen, inklusive der Bubble, als auch dem Sack vom Hunter einmal. Jetzt gehen wir hier mit Hunter nochmal rein, springen dann danach in die Luft, und dadurch, dass wir in die Luft gesprungen sind, sehen wir schon, wir snipen hier komplett nach und jetzt kommt komplette Panik und wir kriegen mehrere CDs, wir kriegen Euphorie vom Priester, wir kriegen Pain Suppression und wir kriegen Melee Bubble durch den Move. Also man sieht wieder, man kann sehr, sehr viel Druck aufbauen und da droppt auch schon der Red weg, weil wir einfach massiven Damage hatten und es waren alle defensiven CDs raus, weil alles overlapped wurde. So schnell kann es manchmal gehen. Dann selbe Lobby nochmal, diesmal gegen den Disci Priester, gegen den Vari und gegen den Hunter.
Stunnen Vari instant. Vari Trinket dann einmal mit Human Insignia raus. Wir gehen wieder für den Double CC auf dem Healer. Wir sehen schon wieder Cage into Desorient. Ballern dann einmal in den Vari rein. Hätte hier nicht Trinketen sollen. War sehr, sehr greedy von mir. War klar, dass er danach für den 4 geht. Unser Healer bringt hier nochmal Sleepwalk einmal kurz raus. Und jetzt ist mehr oder weniger unsere CC-Chain erstmal vorbei. Jetzt müssen wir versuchen zu überleben und zeitgleich halt Damage reinzupumpen. Healer pusht ihn nochmal rein für einen 4. Das bringt nicht so viel. Wir kicken einmal ganz kurz Mindgames. Defensiv brauchen wir gerade noch nicht gehen, wobei langsam... aber sicher sollten wir hier ehrlich in Verschwimmen reingehen. Da habe ich wieder ein bisschen gebrainlagged. Aber wir springen einmal in die Luft, das geht auch. Und snipen dann von der Luft aus wieder hier rein. Killen dann erstmal unser Pet. Und nachdem wir das Pet hier gekillt haben, kriegen wir halt wieder mehr Damage. Und können dann wieder für einen Cage gehen. Nach dem Cage können wir hier wieder ganz gut Damage anbringen. Into Double I-Beam. Aber der Vari lebt in dem Moment raus aus unserem I-Beam. Ist aber auch zeitgleich nicht in der Kuppel drin. Er steht die meiste Zeit so ein bisschen draußen. Auch nicht so schlau, wir stunnen einmal den Healer, weil er gerade wieder rüber pushen will und versuchen zeitgleich den Hunter hier den Garaus zu machen. Unser Evoker Healer geht hier nochmal für den AOE-Stun in der Zeit. Hunter droppt sehr low, kriegt aber Shell nochmal raus. Das heißt, wir haben von beiden Partien eigentlich gerade alle CDs bekommen, was wir bekommen wollten. Jetzt bin dann ich gleich wieder Fokus, danke, wir kicken nochmal Mindgames. Damit der Priester hier nicht auch noch Damage-Support hat, kriegt es aber dann nachhinein trotzdem einmal raus. Der Vari poppt wieder alle Cooldowns. Wir versuchen den Hunter ein bisschen zu chasen, legen aber Darkness, weil der Vari mit Avatar und allem auf uns ist. Und jetzt bleiben wir natürlich in der Darkness stehen, damit er so viele Fähigkeiten wie nur möglich verfehlt. Und nachdem die Darkness vorbei ist, fliegen wir einmal in die Luft und snipen dann noch ein bisschen in den Hunter rein, damit auch hier beide nicht auf uns Pressure haben. Können dann einmal auf den Vari switchen, weil der Hunter zu weit wegrennt. Der Hunter hat aber einen guten Move gemacht und hat eine Steel Trap hier hingelegt. Heißt also, ich kann hier gar nicht mehr nachkommen gerade. Dauert hier ein bisschen, aber wir haben die Seele gesammelt. Wir haben wieder CC-Chain ready. Sleepwalk ist an. Wir gehen einmal für den Cage, gehen dann für den Desorient. Beides ist raus und den Hunter, den können wir damit finishen. Und die 1800 sind gesichert. Und das war es auch schon mit meiner Solo-Shuffle-Guide für den Dämonenjäger. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch damit helfen konnte. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen oder vielleicht auch spezielle Tipps und Tricks, wie immer einfach ab damit unten in die Kommentare. Vergesst noch nicht mehr auf meinen Social Media Networks folgen, alle Links wie unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video, dem Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.